Grüß Gott. Dankeschön, guten Tag. Ein kleines Bild mit einem sehnsüchtig in den Himmel blickenden jungen Wesen. Ja. Haben Sie es hängen? Das haben wir hängen, und zwar aus zwei verschiedenen Gründen. Einmal die Größe, ja. Das ist eine sympathische Größe. Es stammt aus einer Haushaltsauflösung von einem gut wohlhabenden Haus mit fürchterlich großen Möbeln. Und das kleine Bild ist mir sofort ins Auge gefallen, weil das hat die wahnsinnige Ähnlichkeit mit meiner Tochter. Aha. Ja, und das musste dann auch mit. Ja, okay. Seitdem haben wir es hängen. Und jetzt wird mir gern von Ihnen mehr wissen. Okay. Gut. Das ist sicher ein Gemälde, nicht für einen großen Raum, sondern für einen kleinen. Es ist ein Kabinettbildchen, dafür gemacht, um aus 1,5 Meter Entfernung betrachtet zu werden. Und es zeigt uns eine junge Frau, die den Blick gen Himmel richtet, um sich inspirieren zu lassen. Es ist eine Figur, die über sich selbst hinausweist. Das Schöne an diesen Dingen ist, dass man natürlich alles andere auch noch interpretieren kann. Denn natürlich ist es ein vom Künstler durch die Signatur links unten und das Datum verzeichnetes, unterfertigtes Kunstwerk. Aber es ist genauso, und das ist auch eine relativ große Wahrscheinlichkeit, eine Studie für ein weitaus größeres Bild. Dieser Hamburger Maler, der sich unten signiert hat, mit dem Namen Geritz, ist ja ein Historienmaler, da würde ich sagen, letzten Generation, also im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts. Und wir kennen von ihm sehr viele großfigurige, allegorische und historisierende Gemälde. Und wenn ich mir dieses junge Mädchen anschaue, mit diesem, ist es ein Lorbeerkranz, ist es ein Olivenkranz, jedenfalls ist es eine Begrenzung mit langen Haaren, dann könnte dieses Mädchen durchaus auch Teil einer historisierenden Darstellung sein. So sehe ich das auch. Es gibt von ihm eine große Lithografie für den Düsseldorfer Kunstverein. Und da ist eine ganz ähnliche Figur allerdings zu anderen Seiten gewendet, die als Natur gekennzeichnet ist. Mhm. Und in diese Sphäre gehört es, eine Allegorie dargestellt durch eine Frau, die etwas anderes bedenkt als ihr jetzt irdisches Dasein. Wir sind zeitlich mitten im Symbolismus. Der Symbolismus hat gern die Malerei benutzt, um Zweit- und Drittebenen zum Thema zu machen. Wir könnten uns sofort darauf einigen, dass hier der gelungene Versuch stattgefunden hat, den Glauben zu symbolisieren. Dieser Blick nach oben, dieses Gläubige, dieses sich Öffnen ist durchaus eine Möglichkeit. Es könnte aber auch eine Assistenzfigur bei einer Kreuzigung sein. Es könnte eine Assistenzfigur sein, die wo zuschaut, wo etwas Besonderes passiert. Das Offenlassen dieser Dinge und auch das, dass dieses Bild alleine schon zum Kunstwerk deklariert wird durch die Signatur und die Datierung, auch die Komposition, zeigt auch die Vielschichtigkeit und zeigt die Zeit oder die Möglichkeit, die Zeit angeboten hat, mit Kunst umzugehen. Wenn man es ganz genau fasst, dann ist der Kranz aus Lorbeerzweigen ein Attribut des Poeta Laureatus, der mit Lorbeer gekrönte Dichter, oder eben der Poesie, die dazugehört. Und mit dem Attribut des Apoll, also dem Lorbeerzweig, bekrönt ist. Und wenn wir jetzt weiterdenken, wird vielleicht Ihre Tochter ein bisschen unglücklich sein, weil es könnte ja auch ein junger Mann dargestellt sein. Ich bin glücklich. So eine Art Apoll, obwohl ein Apoll nicht irgendwo hinaufschaut, sondern selber bewundert wird. Qualitativ sehr schön, späte 90er Jahre, ein feines Bild, sehr reduziert gemalt, ist leider ein bisschen noch schmutzig, man könnte es auch putzen. Ein typisches Bild fürs ausgehende 19. Jahrhundert von einiger Qualität eines bekannten, relativ bekannten Hamburger Malers. Heute hat sowas. Düsseldorf gearbeitet. Ja, in Düsseldorf gearbeitet, aber kommt aus Hamburg. Hat heute einen Preis, das ist oft dann die Krux, zwischen 300, 400 Euro. Mhm. Aber ich glaube, der wahre Preis ist ja die Vereinnahmung in einer Familie an der Wand durch die Tochter. Daher wird sie der Preis ja nicht so sehr interessieren. Danke. Dankeschön. Vielen Dank zum Dankeschön. Wiedersehen.